bin John Burgess, einer der Designer von Die Sims 4 und ich möchte euch unseren neuen Baumodus vorstellen. In Die Sims 4 können detailliertere und individuellere Häuser als je zuvor gebaut werden. Das Bauen ist schneller und leichter. In einem vorherigen Video haben wir Bella und Mortimer Grusel erschaffen. Jetzt wollen wir ihr Haus bauen. In Die Sims 4 kann ich den idealen Grundriss durch Ziehen von Wänden erstellen. Oder indem ich einfach Zimmer platziere, die ich dann in Form drücke und ziehe. Noch schneller geht es, wenn ich komplett eingerichtete, vorgefertigte Zimmer platziere. Passend zum Geschmack der Grusels wähle ich Zimmer im Queen Anne-Stil. Wenn ich die Größe von Räumen ändere, passt das Spiel automatisch die Platzierung von Möbeln und Wänden an. Ihr seht also, wie schnell man in die Sims 4 Häuser erstellen kann. Da Mortimer ein Bücherwurm und ein Genie ist, werde ich ihm ein Herrenzimmer geben, um seinem erlesenen Geschmack gerecht zu werden. Und für die gesellige Bella erstelle ich ein Esszimmer, in dem sie stolz eine Abendveranstaltung geben kann. In die Sims 4 können Wände auf 3 verschiedene Höhen eingestellt werden. Fenster können mit nur einem Klick zu einem Raum hinzugefügt werden und ich kann sie entlang der Wände ausrichten. Ich kann neue Architekturelemente hinzufügen. Mit nur ein paar Klicks kann ich ein Dach in die gewünschte Form bringen und es dann mit einer Leiste fertigstellen. Die Fundamenthöhe von Häusern kann jetzt jederzeit geändert werden. Ich bin fast fertig, aber ich möchte noch ein paar kleine Details hinzufügen. Ein paar Pflanzen und hier male ich das Gelände an. So, das Haus sieht toll aus. Jetzt möchte ich euch ein paar andere Orte der Nachbarschaft zeigen. Dieses Haus ist das perfekte und erschwingliche Heim für eine junge Wohngemeinschaft. Man kann sogar ein ganzes Gebäude bewegen. Das sieht doch wie ein guter Platz für eine Hochzeit aus. Und in diesem modernen Haus ist jede Menge Platz für eine Mehrgenerationenfamilie. Sehen wir noch einmal bei den Grusels vorbei. Sie lieben ihr neues Zuhause. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, welche Häuser ihr baut. Vielen Dank fürs Zusehen.